Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen der 20. Folge von Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Dirk, ich habe eine Einstiegsfrage für dich, eine ganz kleine Frage. Steig ein mit deiner Frage. Pass auf. Wenn ich dich vor die Wahl stellen würde, Kokosnuss oder Cookies and Cream? Wo? In was? Das ist eine Ad-Hoc-Frage. Oh Gott. Kokosnuss. Kokosnuss. Ich habe einen Multipower-Riegel in meiner Hand. Low Sugar, 27 Gramm Protein. Das bedeutet 53% Eiweiß. Scheiße. Das ist so krass, weil das ist mega Einstieg. Ja, Alter, meine Ohren. Mega Einstieg in unsere heutige Frage. Ich fange einfach mal an und rede einfach später. Fangen wir mal an zu essen. Meine Frage ist eigentlich schon fast beantwortet. Essbar. Wie baut man so richtig Muskelmasse auf? Also. Wir sind ja ungefähr 70% Ernährung. Das weiß man ja heute. Hast du auch so eine Speichelbildung? Ja, ich habe erstmal das Gefühl, ich esse gerade ein kaltes Kaugummi, weil es leicht angeföhnt wurde. Alter. Oh, jetzt kommst du durch. Ja. Und wie ist Cookies and Cream? Ja, also auf Cookies and Cream wäre jetzt nicht. Schmeckt ein bisschen wie ein Milky Way in. Ja. Nee, hier nicht. Das Gute ist, dass ich ja gerade einen gegessen habe, als zu dir kam. Ja, eben, habe ich gesehen. Ich hatte den Einstiegsgag schon länger geplant. Also ich war gestern bei bei einer Drogerie. Aha. Und die haben ja immer die Eiweißriegel, die es sonst bei Lidl nicht gibt. Und dann dachte ich, Mensch. Und warst du bei Schmossmann? Ich war bei Schmossmann tatsächlich. Oder bei Schmier und Schmemm? Wer ist Schmier und Schmemm? D&M? Ah, heißt die nicht nur DM? Ach so. Heißen die nur DM? Ich glaube, die heißen nur DM. Okay. Ich meine Schmemem, ja, natürlich. Gibt es da nicht noch Schmecker? Wir sollten Schmecker nennen, weil das können wir synchron. Ah. Und die alten Berliner erkennen vielleicht noch Schmossbar? Drossbar. Ist das nicht irgendwie ein Lied von wie hieß er nochmal? Dieser DJ? Bobo. Nee, dieser andere, dieser mit den rasierten Nacken-Dings-Typ. Linkin Park. Der hat doch so ein Lied über seinen Mathelehrer gemacht. Drossbar, hörst du mich? Oder hieß der Droste, hörst du mich? Droste, davon hast du mir mal erzählt, ja. Wie hieß der Typ denn? Hieß er vielleicht DJ Droste? Das ist ein guter Name. Nee. Ja, hast du eine Idee, wie man so richtig schön Muskelmasse aufbaut? Alter, das ist ja so ein cooles Thema. Also, Punkt 1 ist natürlich erstmal das Training. Was? Also zwei Komponenten. Also richtig ist zwei Komponentenbildung. Ich habe Training und Ernährung. Ernährung ist das Schwierigste. Weil also, du schläfst und da ist der Moment, wo du eigentlich etwas zuführen müsstest. Das geht aber schlecht. Deswegen musst du Casein-Protein zu dir nehmen. Aha. Aber und Kasimir. Genau. Das ist wie Molke-Protein, aber kommt aus dem Käse. Also entsteht bei der Käsebildung. Deswegen, ich dachte Molke auch. Aber das ist das andere, was entsteht. Also Molke ist das, was kurzzeitig, das hat einen schnellen Peak und füllt deinen Aminosäurehaushalt wieder auf bei der Muskelbildung. Und Caseinprotein wird nach und nach abgegeben. Ja. Das heißt, du kommst damit durch die Nacht, ohne dir jetzt dreimal den Wecker stellen zu müssen und Molke-Shakes zu nehmen. Deswegen, man nennt es auch Good-Night-Protein. Mit Casein die Nacht. War nicht durch die Nacht mal so ein Hit von Frank Zander? Genau, ja. Daher vor der Nacht so ein Casein-Protein-Shake. Ja. Und ansonsten tagsüber direkt nach dem Training Molke-Protein. Naja, vorher soll man ja auch ein bisschen was reinpfeifen, wenn man permanent halt aufbauen will und jetzt nicht halt irgendwie so Ausdauer, ähnliches, was wir machen, sondern einfach sagt, richtig Masse dann drauf. Aber auch Molke, weil das hat einen schnellen Peak. Ja, und nicht vergessen, alle Supplements sind, wie der Name schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel. Also nicht mit Shake und Riegel und alles reindrücken und denken, ich muss nicht mehr essen, sondern das ist halt, wie ich es letztens gehört habe bei Hartgeine und sowas, Food ist immer noch King. Dann haben sie aber auch alle englischen Worte verbraucht, die sie kennen, oder? Ja, immer noch weiß kein Mensch. Falls ihr es wisst, schreibt mir uns. Oh. Das
glaube, das ist 10 Minuten, bis wir normal reden können. Allein danach habe ich auch eine Rollzunge. Ein bisschen, als ob man so einen aufgeweichten Dachziegel isst. Alter, finde. Aber wir hatten schon schlimmere, muss ich sagen. Ja, das stimmt, ja. Also für 53% essbar. Aber der ist bestimmt teuer, oder? Weiß ich nicht. Geht auf die Chinesen. Achso, da muss man sagen, ich glaube, 3 Millionen verdienen in der Cash-Show. Und das wird von Millionen Chinesen bezahlt, die wiederum ihr Geld mit Leihfahrrädern machen, überall in Berlin. Das klingt besoffen, aber ich glaube nicht, dass die ihr Geld damit machen. Ich glaube, das ist auch nur so ein Scheingeschäft. Naja. Vielleicht sind das auch alles nur Kinder von Warlords. Weil die haben ja auch Kinder und die wissen auch nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Lord of War. So klingt es besser. Ja. Ich finde immer gut die Geschichten von so Hollywood-Schauspielern, die sich in relativ kurzer Zeit... Gruselig, finde ich das. Ja, genau. Also die schlimmste finde ich von Zac Efron, der für den Baywatch-Film sich so aufgepumpt hat. Oh, der neue Schick, der ist, dass man nicht mehr diese krassen Muskelpartien sieht, sondern halt auch jede Faser. Der ist halt wie so ein Körperzeitenmodel da unterwegs. Und er meinte, er konnte irgendwann Hähnchen nicht mehr essen und hat es in Shaker getan, einen Hühnershake getrunken. Oh, schlimm. Also so schön püriertes Hühnchen trinken. Bah. Ja. Bah. Ja, okay, ich meine, wir sind jetzt natürlich ein bisschen wild reingestolpert. Genau, also. Aber genau, wir können ja mal so ein paar Basics. Also, eigentlich sind das jetzt keine Tipps, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwer zuhört und denkt, habe ich ja noch gar nicht gewusst. So, das aber habt ihr schon mal von 2 Idioten vorgetragen gehört? So. Das ist die Frage. Die schmatzen wie junge Lümmel. Ja. Das ist auch toll für Leute wie mich, die es ekelhaft finden, anderen beim Essen zuzuhören. Boah, schön. Jetzt kommt der Riegel wieder. Nee, aber man sagt ja tatsächlich immer, ein großer Teil des Muskelaufbaus ist Ernährung und gar nicht so sehr Training. Ja, also der Muskel braucht halt, ne, am besten natürlich so einen stetigen Reiz, dass nicht halt irgendwelche Kurven entstehen und sagt von wegen jetzt. Aber der Reiz ist ja nicht das, was viele denken, ich muss mich halt erstmal permanent zerstören, weil das ist ja halt dann auch kontraproduktiv. Also beziehungsweise das kann ja dann halt auch in gefährliche Bahnen gehen. Also weil lustigerweise... Ja, was war die Rhabarber-Dialyse? Bitte was? Raptor-Diametrik. Das, was du mir geschickt hast, der Artikel, wo Leute ihre Muskeln auspinkeln. Ach, siehst du, hast schon alles wieder vergessen, ja. Ja, stimmt. Oh, wie hieß das denn nochmal? Ist das aber. Ja, Rhombolyse oder so. Was wohl vormerklich leider bei vielen Frauen passiert. Und generell ist es aber so, als kann jeder kriegen, wenn er halt mit einem sehr intensiven neuen Training beginnt, was er halt vorher noch nie gemacht hat. Und dann halt irgendwie so einen Kranken am besten, also es ist, glaube ich, dieser amerikanische Touch, so du trinkst nicht und du zerstörst dich zweimal. Also wenn dich jemand halt echt in irgendwas Neues reinbringt. Also für uns wäre es wahrscheinlich, keine Ahnung, so ein High-End-Spinning-Kurs oder so. So die Oberschenkel zum Platzen bringen. Und da sei die Gefahr wohl, dass bei höchster Anstrengung es so stark gehen kann, dass halt die Muskeln, also kleine Geweberisse, beziehungsweise Muskelfaserrisse, die du halt dann, oder Muskelrisse, die du halt dann beim normalen Muskelkater hast oder möglicherweise hast, so extrem hochgehen, dass halt der Muskel sich komplett löst. Also darf ich nochmal kurz mit einem Witz dazwischen gehen? Geh rein. Wir werden diesen Spinning-Kurs von einem Italiener leiten lassen und der heißt Die Spinnen, die Römer. Wie sich freut. Oh Gott, ey. Ist das jetzt der erste Zuckerschock? Also was ich mal sagen wollte, dass der Muskel löst sich nicht vom Knochen, sondern der Muskel selber zersetzt sich im Ganzen. Wird dann von den Nieren aufgedröselt und deswegen wird er über den Urin abgegeben mit so einem, was dann dunkelroten... Genau, der kann dann rot bis schwarz werden, der Urin. Und tatsächlich wird dann der Muskel oder der Rest vom Muskel halt über den Urin ausgeschieden. Und das ist dann halt richtig, das ist dann richtig Feierabend. Das ist dann nicht von, ja, das kommt dann alles wieder, sondern die Muskelbereiche, die kann man halt dann, also klar, da muss es dann so weit kommen, dass du das erstmal nicht merkst, dass du, also du hast permanente Schmerzen. Der Patient hat wohl permanente Schmerzen. Dann fängt es aber auch gleich, also nach 12 Stunden oder sowas hast du schon das erste Mal Blut im Urin und sowas. Wenn da jemand aber nicht wachsam genug ist, weil er gerade andere Probleme hat und dann eventuell ab und zu mal ein bisschen Blut im Stuhl oder im Urin hat, dann ist das vielleicht ein bisschen gar nicht so, dass man es gar nicht so merkt.
Weißt du, also guckt einfach mal auf die Farbe eures Urins, und wenn er anders als durchsichtig jetzt oder leicht gelblich ist. Dann wenn ihr alleine seid, dann tut es jetzt. Wenn ihr zu zweit seid, macht ein Spiel daraus. Einfach mal die Tena für Erwachsene kontrollieren, nachdem sie voll gemacht wurde, und nicht ungesehen in die Ecke feuern. Oder für unsere weiblichen Zuhörer die Urinella nutzen und dann einfach mal schauen, wie es aussieht. Ja. Das kann passieren, hoffentlich euch nicht. Also alles, was ihr neu oder wenn ihr generell neu damit anfangt, langsam, nicht übertreiben. Wie du auch schon gesagt hast, Ernährung unheimlich wichtig. Also echt, die Ernährung muss wahrscheinlich ein bisschen umgestellt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie, bei vielen, ich muss sagen, bei uns, ich habe mich nicht großartig verändert. Wir hatten echt eine ausgewogene, vollwertige Nahrung irgendwie, die wir uns reingepfiffen haben immer. Also wir waren jetzt nicht so eine Junkfood-Leute vorher schon. Vielleicht ab und zu mal eine Pizza oder einen Burger oder sowas, aber generell, wenn du halt das Interesse halt auch hast mal an Gemüse und langkettigen Kohlenhydraten und den ich immer Weißmehl und raffinierten Zucker reinpumpst. Das haben wir ja vorher auch nicht gemacht. Also genau. Also ich weiß, ich würde da glaube ich auch gar nicht so tief eingehen, weil ich habe nur das Gefühl, wenn ich solche Geschichten höre, das weiß jeder. Ja, das ist so wie, ich hatte mal so ein amerikanisches Trainingsbuch und war so, solltet mal vielleicht so ein bisschen auf Maismehlprodukte verzichten. Ja. Ich auch dachte, das ist die Passage, das war halt so ein 20-seitiges Kapitel, das könnt ihr streichen für Europa. Für jedes Land, das nicht die USA ist, Maismehl. Also es gibt natürlich immer noch irgendwie diese Phänomen, dass halt McFit, Leute halt Teenager-Alter und fangen dann halt an und sagen, 19 Euro, geil, und pumpen dann ohne Ende und haben dann halt echt nur so eine minimal, wenn überhaupt, Eckpfeiler im Kopf, was denn Ernährung und Trainings und sowas bedeutet, und sagen, ja, viel hilft, viel habe ich schon mal gehört, deswegen guck mal, wie weit es geht, und nimm halt irgendwie zwei Kurzstangenhanteln und probier es mit 25 aus oder sowas. Und fang sofort an zu schwingen, Haltungsschäden vorprogrammiert, Ermüdungserscheinung viel zu früh. Die Muskelpartien, die trainiert werden wollen, reagieren ja nicht drauf, weil alles andere hält ja schon mal gegen, weil da gar keine Kraft ist und sich nichts aufbauen kann. Aber also ich finde immer, dieser kleine Prozentsatz, der so ignorant an sowas rangeht, kriegst du auch nicht mit so lächerlichen fünfseitigen Vorträgen, was denn Ernährung wirklich bedeutet. Also dann natürlich auch die Leute, die halt nur auf Optik trainieren, also nur die Muskeln, die du auch wirklich siehst. Obwohl da der jetzt ein bisschen der Trend sich verändert. Ne? Also es ist ja nicht diese 90er-Beulen, sondern obwohl dass man das immer noch sieht, so Jungs, enges T-Shirt, und dann hast du halt so einen langen Bizeps raushängen. Der Trizeps ist gar nicht halt irgendwie trainiert oder nur minimals. Und da merkst du halt so, ja gut, da hat jemand dann halt zu Hause so zwei Kurzstangenhandeln. Also das ist das. Die gute alte SZ-Handel. Ja. Und die finde ich ja richtig, richtig schwierig. Also ich habe das mal, weiß nicht, wie diese Aufhängung heißen, diese komische Winkel nach vorne runter. Ja, ja. Das hatte ich halt. Du meinst für den Curl, die Abstützung. Genau, ja. Und da habe ich gedacht, ja, was ist das hier insgesamt? 25, 30, ist ja lächerlich. Aber ich habe halt überhaupt gar keinen Plan gehabt, und dieser Winkel war halt wohl viel zu tief. Beziehungsweise ist der dann ja eher stumpf. Und Alter, finde, das hat ordentlich gebrannt. Also ich habe dann nach 10, glaube ich, aufgehört, weil ich merke, das wird dann halt unsauber. Weil selbst in dieser komischen Vorrichtung merkst du ja, dass du halt mit den Schultern. Genau, und der Oberkörper versucht immer noch ein bisschen mit reinzugehen und macht dann halt immer fest, dass du halt immer mit so einem festen Oberkörper hier hinten lehnst und hältst dann noch so ein bisschen gegen. Und das ist ja halt alles so Quatsch. Naja, aber da kann man sich echt auch zerschießen. Die Ernährung, klar, also wichtig sind halt auch Feste. Wir sind heute so geordnet. Ich finde total zerstreut. Also. die Ernährungszeiten sind halt auch gar nicht so unwichtig. Also sag nicht von wegen, ja, ich habe jetzt mir so Sachen angeguckt, Montag esse ich dann halt mal Hühnchen um 12, Dienstag habe ich gedacht, gebe ich mir halt einen Thunfischsalat um 22 Uhr, was soll's, so. Das ist eine lange Pause zwischen zwei Mahlzeiten, das man so sagen darf. Zwischendurch entwässern. Ja, man sagt ja auch immer, möglichst viele Mahlzeiten dann über den Tag verteilt, dass man eben nicht dazu neigt, sich dann abends eine fette Pizza reinzudrücken, sondern eben so 5 bis 6 Mahlzeiten, dann halt einen Snack, und immer man merkt so, der Hunger ist schon wieder so ein bisschen da mittags. Aber auch das verändert sich ja permanent, ne? Ja. Also also wenn ich jetzt zum Beispiel immer noch an das, also Bodybuilding, weil das ja teilweise jetzt ein bisschen gehypt wird durch ein paar Social-Media-Dinger, da ist es ja echt noch, dass die Leute vorher sich halt irgendwie 1000 Präparate reinpfeifen und ein paar Shakes und sowas,
Gerne halt auch auf nüchtern Magen dann erstmal ein bisschen Cardio, was bei denen dann halt meist ein bisschen Laufband ist. Also wirklich gehen, dass die halt wahrscheinlich wach werden. Und dann halt Kaffee und sowas. Da hast du echt das Gefühl, dass bei Bodybuildern diese Ernährung gar nicht so hart drin ist, sondern eher die ganzen Supplements, also die ganzen eimerweise Pillen, die sie reinschmeißen. Aber auch immer dann, das finde ich auch schon so ekelhaft, wenn du dann sagst, so morgens als erstes auf leeren Magen ein Shake. Ja. Oder so ein Shooter. Die gibt es ja auch in diesen kleinen, früher waren das diese Actimel-Darmflora-Dinge. Ja. Da gibt es ja auch so als Eiweiß-Shooter und dann morgens auf leeren Magen erstmal so einen Shooter rein. Genau. Naja, ich meine, manche machen ja dann halt auch noch irgendwie so ein, diese, wie heißen das, diese Koffein, natürlich koffeinhaltigen. Guarana. Diese Booster. Dass man sagt, von mir, ich brauche unbedingt vorm Pumpenbräu noch einen Booster. Da muss ich wie ein Stier rangehen. Genau. So ein Zuchtbulle in Pamplona. Muss ja auch richtigen Pump haben, sonst hast du ja nichts. Ja, also ich glaube, unterm Strich finde ich immer wichtig, dass halt auf jeden Fall der Spaß dabei ist. Also wenn du halt so ein Hardcore-Ziel hast, das fände ich dann halt auch nur spannend für etwas Bestimmtes, wenn es dann halt, wie du anfangs gesagt hast, für irgendeine Rolle, dass du sagst von wegen, ja, da musst du so aussehen wie oder sowas. Ja, da musst du jetzt halt die nächsten 5 Wochen oder die nächsten 5 Monate nur noch Brokkoli, braunen Reis und Hühnchen essen. Warum brauner Reis? Gekochtes Hühnchen, ich weiß nicht, das war irgendwie Chris Evans, hatte, also Captain America, hat darüber geredet, dass er, um seine Muskelmasse aufzubauen, hat er nur noch braunen Reis, Brokkoli und Hühnchen gegessen. Aber der hat doch bestimmt auch Shakes und so einen Quatsch, oder? Sicherlich, ja. Aber als Mahlzeiten nur noch das. Nur noch das. Aber ich meine, was sind denn da die Frühstückseinheiten? Also, oder kriegst du Hühnchen, dann, Brokkoli, brauner Reis. Achso, okay. Jeden Tag. Tellerweise. Und vor allem, du musst ja dann auch, das ist ja wichtig, wenn ihr Muskelmasse aufbauen wollt, braucht ihr einen kalorischen Überschuss. Das heißt, ihr müsst mehr Kalorien zu euch nehmen, als ihr verbrennt. Und wenn ihr viel Krafttraining macht, dann kann es schon ziemlich extrem sein, was ihr verbrennt. Und deswegen fressen so richtige Bodybuilder ja auch wie Bestien. Ja. Ich meine, also genauso wie Strongman und sowas und die, weiß nicht, was es da noch alles gibt, wenn du da halt irgendwie von so ganz Größen, die ja bei YouTube mal so ein... So Hafthor Björnsson. Genau, so ein Tagesablauf mit Essen, das ist ja halt auch noch ein müdes Gekauen noch und dann halt einfach nur noch Tonnen von Tupperdosen. Wie denkst du von dem, was hat der 1000 Schuhe in seinen Sporttaschen oder? Weil die halt diese riesigen Taschen immer mitschleppen und denkst, was hat der denn? Und dann sind dann halt immer Tupperwaren ohne Ende und dann auch gerne mal während des Interviews, sorry guys, it's 11 o'clock. Und dann macht er halt wieder so ein Brei auf und dann siehst du halt auch mal so maximal dreimal kauen und drückst irgendwie runter. Da versteht man Zac Efron, wenn er sich das Zeug irgendwann nur noch in Shaker macht und trinkt. Also ich meine, so wieder. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der einzige Weg ist. Also ich meine, es gibt ja sehr viel ausgewogene... Ich glaube, es geht einfach darum, um in einer gewissen Geschwindigkeit so eine Muskelmasse aufzubauen, ohne dass du über Jahre hinweg konstant so aussiehst. Aber ich meine, wenn ich jetzt an Sojabohnen zum Beispiel denke, die halt auch irgendwie platzen vor Proteine, da kann man dann halt auch irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, bestimmt Auswahlmöglichkeiten bieten. Und ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man dann im klügsten Fall halt auch den persönlich analysiert, also was der Körper, den man jetzt trainieren muss, am besten verdauen kann, so oder verträgt. Weil das wäre ja dann nochmal, dass man nicht diese Pauschalantworten gibt, wie jetzt hier gerne, sondern dass man sagt, so, was verträgst du denn persönlich am besten? Was schmeckt dir denn vielleicht so sehr gut? Dieser Podcast ist nur für dich. Du da draußen. Du Hübsche, du. Ja. Oder du Hübsche. So, ein bisschen von deinem Eiweiß. Ah, ja, ein bisschen. Ja. Den Ernährungsquatsch. Eine Ernährungsanalyse. Ja. Also, aber ich würde mal sagen, wenn man jetzt einfach nur so anfängt und sagt von wegen, ich möchte ein bisschen definierter sein, dann macht ihr, also, denn klar, also wenn da irgendwie so eine großen Junkfood-Arien regelmäßig passieren, das sollte schon reduziert sein, beziehungsweise einfach nur so, ganz einfach, so Genussmittel sollten halt dann wirklich Genuss bleiben und es ist halt genauso gefährlich, für mich sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt jeden Tag 5 Scotch trinken würde oder jeden Tag halt 1,5 Liter Cola saufe. Mhm. So. Also das würde mich definitiv halt auch negativ verändern und das nicht nur am Körper. Sondern es gibt ja auch immer, was ja dann auch viele Leute, die sich halt so einem rigiden Ernährungsregime unterwerfen, so den Cheat Day. Ja, genau. Das ist dann ganz klassisch einfach einen Tag in der Woche zu haben oder 2 Tage. Wo man halt alles in sich reinstopft. Da gibt es ja auch mal Bilder von Dwayne The Rock Johnson, wo er von so einem, vor so einem Berg Pancakes sitzt, die alle und das ist kein Scherz, Fett und Sirup trinken. Das ist für die Psychologie auch, so scheiße wichtig. Ist das halt wichtig, dass du halt nicht sagst, ich lebe jetzt in einem Sanatorium, sondern so, okay, wenn der, ich
mach's nicht jeden Tag, aber wenn der Cheat Day da ist, dann mache ich's. Genau. Dann mache ich, was ich will. Und dann das meine ich auch eingangs mit Spaß, dass halt das alles betrifft, dass du halt das mit der Ernährung natürlich halt auch irgendwo sagst und da kann ich mich drauf freuen, aber dann halt auch beim Training nicht nur sagst von wegen, ja, ich habe hier halt irgendwie immer die krassen Oberkörper-Unterkörper-Tage oder sonst was, sondern dass du sagst, ich kann ja ein und dieselbe Muskelgruppe trainieren mit verschiedensten Arten und Techniken und sonst was, mit und ohne Gewicht. Also wenn ich jetzt nicht explizit krass aufbauen muss, sondern halt ein bisschen Muskelmasse, was halt mich ganz angenehm wirken lässt, was mir gefällt. Aber was mir gut gefällt, wenn ich vorm Spiegel stehe und mich anfasse. Mal 2 Meter Spiegel. Meinst du, Randy hat noch sein Spiegelfliesen an der Decke? Oh, weiß ich nicht. Hat ein neues Telefon. Echt? Cool. Sehe ich immer bei Instagram bei den Stories. Ich hoffe, er sagt da auch. Nee, weiß ich nicht. Ich höre mir nicht zu. Ich habe den Ton immer aus, aber ich sehe. Er hält es immer nach vorn. Nee, ich sehe. Er will die ganze Zeit sagen, Klaus, das ist deins. Nee, er hat halt eins, was den Hintergrund unscharf stellt. Was ja normale Handy-Optik nicht kann. Da brauchst du aber ich dachte, das ist halt einfach, das kann doch dein Handy auch. Nee. Aber du hast doch so eine komische App, machst ein Foto und dann hast du halt das. Ja, aber das halt über Distanz zu machen, wie eine Spiegelreflexkamera. Dafür brauchst du ein Telefon mit 2 Kameras, damit es den Abstand messen kann. Und dann hat das quasi den Effekt, als würdest du das mit einer Spiegelreflexkamera mit einem Objektiv mit knapperer Schärfentiefe machen. Wahnsinn. Ne? Wieder was gelernt. Ja. Und wieder eine Kindheitserinnerung weg bei unseren Zuhörern für diese nutzlose Information. Aber... In 3, 2, 1. Ja, eine und dieselbe Übung mit verschiedenen Gewichten, mit verschiedenen Gerätschaften, sage ich jetzt mal. Ja. Nee, ich meine, also wenn ich jetzt vorstelle, man sagt, ich der will der König sind die freien Gewichte. Also was mir am meisten Spaß macht, ist halt, was der eigene Körper so alles kann. Das ist halt dieses... Onanieren. Nice. Kacker machen. Meinen Namen in den Schnee pinkeln. Wenn du nicht hast, dann einfach ins Gefrierfach. Skinner! Bei uns sagt man gedämpfte Huscheln. Klingt wie irgendwie so eine Nudelspeise aus Baden-Württemberg. Ein ganzer Topf gedämpfter Huscheln wird Ihnen präsentiert von Röhrmann. Tatsächlich einfach mit verschiedenen Übungen für verschiedene Dinge und nicht immer bei demselben starren Programm bleiben, was dann halt auch einfach die Fortschritte. Es gibt so einen speziellen Begriff dafür. Für diese 80-20-Regel, die man besagt, dass 80% von dem Einsatz, den du bringst, bringt dir nur 20% der Resultate. Und die anderen 20% sind eigentlich die für den Großteil des, in dem Fall Muskelzuwachses, verantwortlich sind. Also viel von dem ist einfach nur Erhalt und Koordination, von dem, was du so im täglichen Training machst. Und eigentlich ist noch ganz wenig davon für den Großteil von Muskelaufbau zuständig. Aber du kannst es halt nicht isoliert auf diesen Bereich ausdehnen, weil das sich dann halt wieder verschieben würde. Und deswegen ist es halt wichtig, einfach viel auch die Übungen zu variieren, was auch für die Muskulatur gut ist, weil du halt viel mehr Koordination aufbaust. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Experte an der Bank bist mit der Langhantel, ist es halt wichtig, mal den Winkel von der Bank zu variieren. Also um jetzt mal bei der ganz klassischen Bodybuilder-Übung zu bleiben oder vielleicht mal statt der Langhantel 2 Kurzhanteln zu nehmen oder den Griff zu variieren, mal enger zu greifen, mal im Untergriff zu greifen. Weil das halt die Brust und die Schultern und den Trizeps, die ja hauptsächlich beteiligt sind, einfach auf ganz andere Art und Weise fordert. Und vergesst nicht, Muskelkater ist euer Freund. Also da passiert ja unter anderem das, was ihr dann wollt, die kleinen Muskelrisse, die sich dann halt, beziehungsweise ist es ja nicht nur. Also es gibt ja halt den feinen Muskelfaserriss, dass die Fasern wieder repariert werden und dann quasi stärker sind als vorher. Oder halt... Wir können sie wieder aufbauen. Wir haben die Technologie dazu. Deine Chinininins müssen ein bisschen stärker sein. Entschuldigung, das fällt mir echt schwer. Oder sie reißen und sie wachsen auf, wie soll ich sagen, viel, viel schichtiger zusammen als vorher. Und somit beginnt halt der Aufbau. Und da gibt es ja dann halt, also besonders halt in den Muskelaufbau-extremen Bereichen, also Bodybuilding oder Strongman oder wie heißt diese, wie heißt das jetzt, was total in ist?
nicht das ist einfach eine Weightlifting, sondern Speedlifting oder so. Also die ja. einfach nur reißen so ganz schnell. Ja, das ist so aller Crossfit, okay. Ja, ja oder genau. Ja. Ja, im Crossfit-Bereich oder sowas, dass sie halt sagen, also da ist es echt unheimlich wichtig, da brauchst du vielleicht gar keinen Trainer, aber dass ihr halt immer merkt, von wegen, wo eure persönliche Grenze ist. Und es ist echt hilfreich, wenn da jemand euch etwas drüber treibt. Also nicht zu übertreiben, aber echt drüber, dass man merkt, so der Kopf macht zu und dann hast du schon verloren, obwohl der Körper eigentlich noch könnte. Und dein Partner bringt dich jetzt vielleicht noch, dass du 5 Wiederholungen machst oder sowas. Und dann gehst du zwar vielleicht schon ein bisschen in den Schmerz rein, aber du brauchst ja ein bisschen, also anfangs vor allen Dingen, den stetigen Reiz, um da was aufzubauen. Also wenn ich überlege... Würdest du ja da sagen, push the limits? Ich habe mir irgendwann mal so ein günstiges Funktionsshirt geholt. Es war weiß und da stand halt steht Push the Limits drauf. Ist ein bisschen ungeil, ein bisschen peinlich, ich weiß, aber es ist echt richtig schön luftig und für den Sommer total geil und dann auch mal was nicht dunkelrot, dunkelblau, dunkelschwarz. Ja, aber jedes Mal, wenn ich es trage, gibt es bei Klaus Amüsementstunde. Ja, wo war ich denn gerade? Zum Glück sind wir nicht so zerfasert. Die soziale Komponente mit jemandem zu trainieren und sich dadurch noch ein bisschen weiter zu treiben, genau. Also viele haben ja auch, wenn sie dann alleine trainieren, so quasi ihre Workout-Playlist. Dass du halt einfach auch versuchst, das mit Musik zu simulieren, wenn du zu Hause bist. Ja. Oder wenn du alleine bist und mit einer App trainierst, dass du das halt wirklich ernst nimmst, was ich ja öfter mal mache. Ich benutze halt gerne die Nike Plus Training App. Ja. Weil die hat eine gute Mischung aus verschiedenen Übungen und wirklich teilweise auch kurze Programme, die aber selbst jemanden wie mich völlig fertig machen. Mhm. Also wenn man das halt ernst nimmt und das wirklich macht, dann ist das halt echt ein anstrengendes Training und nicht so, ja okay, ist so ein App-Training, irgendwie 7 Übungen in 10 Minuten, ne? Ja. Sondern wirklich knallhart und die Übungen sind in der Regel getimed, also anders als bei Freeletics, wo man ja eine gewisse Anzahl an Wiederholungen machen soll. Und danach geht es in die nächste Übung. Ja. Es ist bei der Nike Plus Training, ja, du machst jetzt 30 Sekunden Kniebeugen. Okay. So, und danach 5 Sekunden Pause und dann kannst du dich einstellen auf 30 Sekunden Liegestütz. Aber bist du da nicht verführt, dass du sagst, okay, du merkst bei 15 Sekunden, ich bin viel zu schnell, Alter, ist voll anstrengend. Ich mache jetzt ganz gemütlich noch 5 Kniebeugen und dann sind die 30 Sekunden auch um. Das ist die Sache, also du musst das halt ernst nehmen. Ja, okay. Wie gesagt, und das ist halt auch nicht, mach so schnell du kannst. Also nicht das Freeletics-Prinzip. Nee, so. Nein, okay. nein, sondern mach halt die Übungen sauber, so oft du sie in der Zeit machen kannst. Ja. Wenn du halt langsamer wirst, wirst du ein bisschen langsamer. Und ansonsten, wenn du halt hörst noch 5 Sekunden, du willst dann noch 2 mehr machen, als du normal machen könntest, kannst du ein bisschen schneller machen. Mhm. Aber eigentlich ist es darauf ausgelegt, das wirklich sauber durchzuführen. Und dann macht es auch Spaß und macht dann auch wirklich fertig. Und es ist nicht so, dass man denkt, okay, also ich könnte jetzt alles viel schneller machen. Man muss dann natürlich halt die Programme in seinem Schwierigkeitsgrad sich raussuchen. Ja, ja. Aber und weil es halt nicht, also Kniebeugen und Liegestütze sind jetzt ein dummes Beispiel, weil die Übungen da halt in der Regel ein bisschen aufwendiger sind. Mhm. Also es gibt zum Beispiel sowas wie Rudern mit Kurzhanteln, was ich halt ganz gut zu Hause machen kann, weil ich so achteckige 5 Kilo Kurzhanteln habe, auf die man so im Liegestütz stehen kann. Ja. Und dann beim Rudern zieht man sie halt hoch und wenn man wirklich darauf achtet, dass der Oberkörper parallel zum Boden bleibt und man halt nicht so sich reinneigt, dann ist das wirklich, dann ist das super anstrengend. Ja. Also so viel zum Thema Motivation. Man kann es auch mit Apps machen. Ideal natürlich mit einem Partner. Genau, also man braucht halt echt schon eisern Willen, weil das Schwerste, was euch begegnet, ist halt euer dicker, fetter Schweinehund. Und ich habe das halt definitiv gemerkt am Anfang, als ich mit Fritz angefangen habe, dieses Training, was wir jetzt machen, seit 2015 für den Tough Mudder zu trainieren. Da haben wir dann halt sehr intensiv Freeletics-Einheiten gemacht und dann halt auch zu Hause. Und das war wirklich, also ich habe mich zum Glück irgendwie geschafft, durchzubeißen. Aber das war echt das Schwerste, war immer der Kopf, weil du halt ja schon wusstest, wie zerstört du bist und halt auch, wie weh es danach tut. Also ich kann mich erinnern, als wir da angefangen haben, das erste Mal mit Kettlebell und TRX, als wir das Training ein bisschen erweitert haben, dass wir gegenseitig uns immer erzählt haben, dass wir gar nicht mehr wussten, wann wir keinen Muskelkater hatten. So, dass wir dann halt irgendwie das dritte Training in Folge oder mit Pause, nimm mal einen Tag Pause dazwischen und dennoch halt einen Schmerz. Und wir wussten nicht, war es vom letzten oder vom vorletzten oder vom vorverletzten Training, weil da hat es sich mal konzentriert auf die Beine, mal, weiß nicht, haben wir dann halt Kraft gemacht, was den ganzen Körper, also meistens haben wir ja nicht einzelne Muskelgruppen oder sprechen nicht einzelne Muskelgruppen an, sondern halt immer so eine Spannung, so eine Korbübung, aber
alles tut dir dann weh. Und das ist dann halt schwierig. Also das erste Mal am Anfang schafft man meist auch sehr viel, wenn man so eine allgemeine Fitness mitbringt. Aber dann wird man zusätzlich noch gebremst, weil man den Schmerz ja schon spürt. Und den nicht nur einmal abends, dass man denkt, oh, mein Hintern tut weh. Sondern du hast dann halt echt über ein paar Wochen, wenn du anfängst, intensiv zu trainieren, permanent Muskelkater. Und da habe ich dann halt auch am Anfang gedacht, oh ja, die Videos kenne ich und die Geschichten kenne ich und das ist total Schwachsinn. Also die Leute machen sich kaputt. Aber wenn es halt ein erträglicher Reiz ist, dann funktioniert das, beziehungsweise ich habe im Nachhinein jetzt auch keine Defizite irgendwo gemerkt. Mhm. Also es war jetzt nicht, dass ich dachte, Freund, das ist jetzt schon gefährlich. Also wir waren dann halt schon, glaube ich, an so einem Rand, wo es okay war, aber hätte auch blöd werden können. Aber das haben wir halt nicht gemacht. Aber ich meine, selbst in absoluten Trainingswochen, wir trainieren halt maximal dreimal die Woche. Naja, du hast auch manchmal so einen kranken Lauf. Wir zusammen. Ich bin manchmal. Also wenn wir alleine trainieren, jeder, dann ist es halt ein bisschen weniger, aber dennoch intensiv. Aber trotzdem ist dann Klaus mal, keine Ahnung, dann waren wir am Freitag 12 Kilometer laufen, dann ist er halt am Samstag mit Battle Ropes auf den Platz gegangen, weil mir langweilig war. Und dann Sonntag hast du Fußball gespielt und dann haben wir am Montag gemeinsam trainiert und dann am Dienstag schon wieder in der Gruppe trainiert. Als Team, ja. Und, weißt du, was übrigens, da muss ich auch sagen, das mit dem Ball laufen, also wir haben diesmal einen Medizinball mitgenommen zum Joggen um die Halbinsel, das war echt noch eine... Genau, also wir machen immer so eine Art Stationslauf, weil wir uns am Anfang schon orientiert haben an Tough Mudder. Das heißt, dass du nicht länger als 500 Meter oder 1 Kilometer läufst bis zur ersten Station. Und der ganze Lauf ist dann halt so 6 Kilometer, was mir sehr entgegenkommt, weil ich anfangs Laufen gehasst habe. Und ich glaube, das ist immer noch mein schwächster Punkt, obwohl ich mittlerweile echt bin, wie weit ich echt konditionell komme, ohne Probleme. Und dann auch, ich brauche Ablenkung, ich muss quatschen und Spaß haben, dann geht's. Wenn nicht, wenn ich nur einfach sage, Fokus und Laufen, dann nicht, kotzt, dann bin ich nach 100 Meter tot. Und und da haben wir das letzte Mal gemacht in der Gruppe, die wir jetzt gerade oder mit denen wir zusammen trainieren für den Xletics-Lauf Ende diesen Monats. Dass Klaus seinen Medizinball 5 Kilo schwer mitgenommen hat und dann halt in der Gruppe beim Laufen durchgewechselt wurde und jeder durfte dann die 5 Kilo vor seiner Brust tragen. Und dann fängt man an, so zu überlegen, rechte Hand, linke Hand, Schulter, bla. Und man merkt relativ schnell, nein, mit beiden Händen vor dem Körper, der untere Bauch, die untere Lendenmuskelbereich wird halt sowas von gereizt die ganze Schulter, Zeit. Man hat die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen diesen... Und das Gute ist, die Muskelgruppen können nicht starr gereizt werden, weil du ja auch läufst. Ja. Und wenn du jetzt dich richtig festmachen willst, siehst du halt wie so ein Roboter aus, der halt läuft. Und das hat echt so geil gereizt. Und zum Schluss haben wir uns natürlich an allen möglichen Stationen sowas zerstört, dass als wir nach Hause gelaufen sind, ich gemerkt habe, dass ich diesen Ball allein nicht mehr richtig halten kann, dass der Reiz im Bizeps dann plötzlich anfängt. Und das war echt total gut. Also ich war komplett von oben bis unten einmal durchgenudelt. Natürlich auch, weil ich das Training dann einen Tag vorher schon mit Klaus hatte. Und ich war dann echt froh, als dann Klaus, ich weiß nicht, an dem Tag oder an Tag vorher meinte, dass ihn alles wehtut, weil ich dachte, Alter, wenn du da 4 oder 5 Tage in Folge und dann auch nicht wenig, also ich meine, auch wenn man Battle Rope eine halbe Stunde trainiert, kann man sich am Stück halt zerstören und das halt im ganzen Körper und das auch konditionell und muskulär und nicht einfach nur sagen, ja, meine Arme tun total weh, ich habe mir schön gemütlich jetzt ein paar Curls, nee, also wir trainieren halt alles immer funktional halt auch und also das ist die Kombination aus Cardio und Schnellkraft und Kraft halt und deswegen in deiner Intensität. Dazu kann ich immer sagen, was halt so ein beliebtes Missverständnis ist, dass viele Leute, die Muskeln aufbauen wollen, immer denken, so Cardio ist schlecht, weil man halt dadurch einen hohen Kalorienverbrauch hat und eher an Masse abnimmt, aber es kommt natürlich auf die Art an, wie du Cardio machst, also so dieses klassische Trotten oder so, wie man es im Fitnessstudio in den 90ern gelernt hat, ihr müsst immer im idealen Fettverbrennungsbereich rennen, das ist natürlich nicht optimal, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, aber Cardio kann ja auch schnell sein. Also so Übungen, die wir mit dem Battle Rope machen, wo wir das Battle Rope schwingen und hin und her sprinten, das ist halt auch Cardio-Training. Absolut. Oder Drills mit dem Battle Rope. Also alles, wo ihr wirklich außer Atem kommt dabei, ist eben auch Cardio-Training. Und, na, Cardio war in den 90ern ja auch nur Schwimmen und Laufen und Fahrradfahren. Ja, genau. Oder halt auch in so einem gemächlichen Tempo. Ja. Was halt auch Quatsch ist. Also 2 Kilometer richtig schnell laufen ist halt auch Cardio-Training. 100 Meter sprinten ist auch Cardio-Training. Also das ist, wie gesagt, halt so dieses, man assoziiert immer mit so langsamen Trotten. Aber ich meine, Cardio und Schnellkraft ist hier halt auch etwas... was noch sehr jung ist, diese Kombi. Ja. Also beziehungsweise, dass sie wenigstens halt irgendwie Schnellkraft kannten an sich. Als du mir da vor ein paar Jahren das erzählt hast, was meintest du, die brasilianische Nationalmannschaft oder so? Welche war das? Ich weiß es nicht mehr. Ja, du meinst unser Galileo-Werbungsvideo.
Genau, da meinst du doch von wegen, dass irgendwie Nationalmannschaft, ich sage jetzt mal einfach in Brasilien, ja, dass die zum Beispiel keine Laufeinheiten im langen Sinne mehr haben. Dass keiner, ich glaube, das war Barcelona. Dass keiner von denen halt irgendwie 10 Kilometer laufen kann oder beziehungsweise nie trainiert, weil die Trainingseinheiten, so wie die Spieleinheiten sind, dass die halt immer kurze, intensive Strecken haben. Genau, und dann dazwischen geht man halt. Also genau. Ich meine, auf dem Fußballfeld, die joggen ja auch nicht die ganze Zeit hin und her, sondern genau. Das kurze, ist ja auch taktisch Sprint. Ein bisschen dusselig, weil du hast ja auch mal deine Position. Wenn du sagst, ich kann auch vorne, ich kann auch hinten, so, dann bist du ja kein Universal. Ja. Also ich meine, ansonsten, wenn du es halt ausrechnest, was so ein guter Fußballspieler, der viel läuft, läuft vielleicht also 11-12 Kilometer in einem Spiel, in 90 Minuten. Das ist ja kein Jogging-Tempo. Ja. Also ich meine, daran merkt man das halt schon, das ist halt Sprints. Ja. Dann geht man halt wieder zurück auf Position. Ich meine, auch ein guter Fußballspieler hat maximal einer absoluten Spitze 100 Kontakte pro Spiel, was halt ungefähr einer pro Minute ist. Ein Stürmer hat oft 10 pro Spiel. Also ich meine... Und ein Pornodarsteller? Wegen vielen Kontakten. Kommt auf die Filme an. Also ich meine, die sind ja kurz, andere sind ein bisschen länger. Oder halt pro Szene, es variiert ja auch manchmal ein bisschen, wie viele Kontakte pro Szene da sind. Ja, verstehe. Ich habe so überlegt, dass unser Training sich natürlich ein bisschen gewandelt hat. Also wir haben am Anfang, glaube ich, unsere oder deine Sorge galt meiner Kondition. Und deswegen waren unsere Anfänge, glaube ich, sehr Cardio, sehr schnellkraftlastig. Und wir haben schon in den letzten, ich sag mal, im letzten Jahr, ich würde sagen sogar vielleicht in den letzten 2 Jahren, schon gedreht auf mehr Kraft. Ja, wir mussten ein bisschen aufbauen, Masse auch, dass wir ein bisschen optimaler aussehen. Nee, also da muss ich sagen, das sehe ich bei uns beiden schon. Also schon, beziehungsweise allein an Kleidergrößen, dass man sich da halt einfach aus was raustrainiert hat, wo man dann auch sage, das haben wir vorher aber nicht gehabt. Schönen Gruß an unseren Zuhörer Oskar. Hallöchen Oskar! Schöne Hose. Er hat das irgendwie auf dem Fußballfeld gesagt, als er hinter mir stand und ich ihn ein bisschen blockiert habe, als er zum Ball wollte. Am Fußballspiel meinte aus, als ob man versucht, einen Schrank zu schieben. Ja, da gab es doch mal diesen Bremer Stürmer, der da einfach nur wie ein Schrank war. Das ist, was ist der griechische oder türkische Schauspieler? Ich glaube, du meinst den Außenverteidiger, den serbischen. Den serbischen, okay. Oh, wie hieß der denn? Aber der war, der ist halt 13, auch mal, ja. Der ist wie so ein alter Hümer-Camper halt auf der A7 halt gelaufen, weil er einfach nur so Wind weggedrückt hat. Da war nichts windstittig, es war einfach nur... Das ist aber für einen Verteidiger nicht die schlimmste Physis. Nö, ja. Das ist ja wahrscheinlich dann auch Psychologie, ne? Dass derjenige denkt, scheiße, und dann lässt er den Ball und rennt weg. Ja, aber... Ich merke es halt auch beim Blick auf die Waage, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das sollte man nicht vergessen, dass Muskeln ausgerechnet aufs Volumen deutlich mehr Wasser speichern können als Fett. Was einfach bedeutet, wenn ihr Muskeln zulegt, werdet ihr auf jeden Fall zunehmen. Ja. Und deswegen ist es halt, also mit so Sachen wie dem Body Mass Index ranzugehen, das kann halt echt gefährlich werden, weil jemand ist auch bescheuert. Genau, und jemand, also der ist halt ausgerechnet auf Leute, die mäßig viel Sport machen. Genau. Aber jemand, der viel Sport macht, und da könnt ihr Olympia-Athleten oder Leute aus der Nationalmannschaft, alle sind im Body Mass Index, genau, die sind alle übergewichtig. Ja. Also irgendwie Klitschko, alle übergewichtig. Ja, genau. Haben sie sich irgendwann mal lächerlich gemacht, drüber gesagt haben, ey, wenn du halt einfach mehr als einmal in der Woche Sport machst, dann musst du mit dem BMI schon vorsichtig sein. Ja, genau. Weil der geht davon aus, dass du halt einfach ein fauler Sack bist, der halt ab 70 zusieht, dass er einen Arsch zukneift. So. Also. Ja, und es ist, also ich meine, es ist halt nicht ungewöhnlich, dass man laut BMI dann im übergewichtigen Bereich ist. Ja. Sollte man nicht zu ernst nehmen, der BMI. Also wichtig ist dann eher, also man sieht ja den Vergleich, sind es jetzt hängende, ist es hängendes Fett oder sind es straffe Muskeln? Das sieht man auch ziemlich schnell. Man Boobs. Oh, nice Moobs. Waka waka, Motherfucker. Scheiße. Oh, sowas bringt mich mal raus, wenn du so eine geilen Dinger raushältst. Wo hast du einfach nur diese Dinger immer her? Ey. Das war zum Beispiel bei uns irgendwie, glaube ich, nie so Schock, sondern eher immer lustig, weil wir so viele Jahre, also ich würde sagen, so Anfang 20 bis Anfang 30 oder Anfang 30, da hat sich mein Gewicht nicht verändert. So. Und mit dem Wissen ist dann halt, sobald eine Gewichtsveränderung passiert und du halt im Training bist, total positiv. Also bei dir war es ja auch so. Was war das bei dir von
Was, 75, 76 oder sowas? Ja, bis jetzt 72 auf jetzt 72. Wahrscheinlich so 77, 78. Also ich, weil ich hätte ich gesagt, weiß nicht, warst du nicht an der 80? Ich war mal an der, ich bin mir nicht sicher, wie es genau ist. Es war mit klar, mit Trainingsklamotten, aber ja, also womöglich bin ich auch bei 80. Kann durchaus sein. Was halt auch für jemanden, der, also wenn du nur noch den Zahlen gehst, 1,77, 80 Kilo, klingt schon ein bisschen wuchtiger. Ja, nee, bei mir halt auch. Ich war immer so 84 während des Studiums, 84 Kilo bei 1,87. Und als ich das letzte Mal, das ist jetzt auch, glaube ich, schon ein halbes Jahr her, aber da waren wir definitiv schon in der Position, in der wir jetzt so sind. Und da war ich dann halt bei 93,6. So. Und das war halt, als ich da beim Physiotherapeuten war, dachte ich nicht so von, ach du Scheiße, sondern irgendwie dachte ich, geil. Ja. Also ich habe gedacht, wenn sich das so weiterzieht, dann so, also ich wäre mal echt neugierig, wie ich aussehen würde, also mit Training natürlich, unserem Training, ob da die 100 geht und was es dann wäre. Ja. Aber ich merke dann halt auch, dass Dinge dann auch einfach, also manche Sachen mehr Spaß machen, manche weniger. Also du bist, glaube ich, ja noch sehr interessiert an Cardio- bzw. Schnellkraft-Dinge. Also immer, wenn ich denke, du holst dir irgendwas Neues, bis auf den Sandsack jetzt. Du hast diesen Monster-Sandsack geholt, da habe ich gedacht, da kannst du ja wenig, obwohl du kannst dir den irgendwie festhalten und rumrennen, aber du kannst ja nicht so... Naja, der ist ja schon Kraft. Also einfach ein bisschen wirklich Gewichtstraining zu Hause, also auch funktionales Gewichtstraining. Das ist ja, wie du am Dienstag so passend meinst, ob man eine Leiche wuchtet. Also vermutet. Ja, das kann jetzt keiner von uns. Also auch bevor Rigor Mortis eingetreten ist, ne? Klar. Ja. Nee, ja. Was soll das für jetzt für eine? Nein, also ansonsten ja, genau. Also eher Cardio. Also ich habe ja auch den Medizinball, weiß ich ja sehr zu schätzen. Auch für Übungen zu Hause. Ja, aber gut, du hast ihn auch im Bett. Ja, gut. Auch wieder mit Lippenstift. Letztes Mal war es, wo ich gerade sage, deine eiskalte Flasche ist doch jetzt erstmal neidisch, wenn du schon wieder. Hast du nicht mal davon geträumt? Hier auf der einen Seite eine Flasche, auf der anderen Medizinball. Schmutziges Bällchen. Naja, und den nutze ich ja auch zu Hause zum Training. Und da kann man halt wirklich so eine gute Mischung aus Cardio und leichtem Krafttraining machen. Der ist 5 Kilo schwer. Ja. Also ideal für so Sachen wie Jumping Jacks. Ja. Oder. Jumping Jacks, also wenn ich überlege, bei mir, du hast ja auch hier unter Deal, das muss doch irgendwie springen ohne Ende. Ich springe elegant wie eine Katze. Oh, nice. Miau. Weil das habe ich bei mir geklemmt, da habe ich gedacht, nee. Also ich merke ja schon alleine, wenn ich so auf den Dealen gehe, wie laut das ist. Und manche Dealen sind halt super am Quietschen, wenn ich dann springe, dann ist es halt Feierabend. Es gibt gewisse Stellen, wo ich es machen kann. Okay. Also ich weiß, wo ich mich beim Training hinstellen kann, dass ich genau die Jumping Jacks machen kann und gleichzeitig noch auf Netflix schauen kann. Ja. Meine neue Trainingsserie kann ich empfehlen. Troja kann man einfach auch laufen lassen, ohne hinzugucken. Ist auch besser so. Also was ich immer super aber finde... Aber guckt euch schöne, verschwitzte Männer an, wenn ihr trainiert. Also so mittelmäßig attraktiv. Naja, ungefähr so ist dann mein Tipp auch, wenn man alleine zu Hause trainiert. Ich gucke Gilmore Girls. Golden Girls. Come and knock on a door. Nee, das ist doch hier Buh mit Habe, König Schön. Oder? Krass, genau. Ja. Herzbube mit zwei Damen. Ja, sowas, ja. Bube, Dame, höre ich, wolltest du sagen. Ja, stimmt, das war doch, das ist ein der ganz große Durchbruch für, wie heißt sie, Barbara Schöneberger. Ja, und er war so, er ist ein richtig kaputter geworden. Geworden? Der sah damals schon aus wie der Gründer der MeToo-Debatte. Ja, aber er hat dann nicht so fragwürdige Themen in seinen sozialen Netzwerken. Ja, der jetzt ist halt so ein AfD-Verschwörungsfraggle geworden. I did not see that coming. Naja, ich finde halt irgendwie die ganzen Sportdokus ganz interessant, die dann halt meist auch oder am besten halt ungefähr in die Richtung gehen, das, was man auch trainiert. Also ich finde diese ganzen CrossFit-Dokus auf Netflix, mittlerweile glaube ich 3 oder 4, finde ich sehr geil. Dann auch die, obwohl er echt ein Horst ist, aber hier der Froning, der vierfache Meister oder vierfache Sieger von CrossFit Games, also der fittest Man in History. Und aktuell ist ja irgendwie, wie heißt er, Matt Fraser. Den finde ich ein bisschen sympathischer. Der kommt halt auch aus dem Kraftsport bzw. aus dem Gewichtheben. Was ich total süß finde, was die alle eint, ist, die kotzen halt bei reiner Cardio ab. Also die haben ja in den CrossFit Games unter anderem dann mal, ich glaube, die haben dann so 15 Kilo Gewichtpacks an den Körpern. Ihr lauft jetzt 2 Meilen. Genau, 2 Meilen. Und da ist halt so, also die trainieren echt die schlimmsten Sachen und dann halt auch Gewichtsquats, wo du immer denkst, Alter, deine Knie und einfach rein. Und danach dann halt irgendwie über den Ventilator stürzen.
Und dann sagen sie, das Schlimmste ist echt das Laufen. Das Laufen ist das Schlimmste. Und ich so, was? Obwohl, das sind mehr die Typen. Also wenn ich die Sigmund-Story, die diese, ja okay, sind ja beide blond oder Paar. Mhm. Jedenfalls eine der oberen, die immer so unter den besten fünf ist, glaube ich. Und da habe ich einmal so einen Trainingstag, da war sie bei irgendjemandem an so einem See eingeladen. Und da ist sie ja nicht von wegen, ah cool, grillen, ein bisschen Sport machen, sondern meinte ihr Trainer und ich glaube auch Freund oder Mann, okay, du schwimmst einmal quer halt über den See, mit so komischen Schwimmlaufschuhen. Danach joggst du halt den Weg wieder hier zurück. Hm. Okay, und dann hat sie halt, kam wieder und meint, ja, und wieder, ich brauche eine Referenzzeit. Und dann ist sie wieder rein, kam zurück und meint, du wirst schwächer. Surprise. Aber das Geile ist, dass die halt dann auch gar nicht so nachdenken, dass sie es halt einfach machen. Und das ist, finde ich, gar nicht so von was für ein Tropf, sondern das ist, in dem Moment ist das eine Kunst. Also in dem Moment wirklich sagen, Kopf aus und machen. Mhm. Das finde ich immer das Schönste. Am stärksten finde ich das, wenn wir zusammen Battle Rope Training machen und unser Abschlusstraining. Und das ist dann halt richtig so eine zerstörerische Einheit. Die Mischung aus alternierenden Schwüngen, aus Slams, aus Sprinten, aus Burpees. Also was uns halt perfides einfällt für die letzten Sätze. Und die sind ja grundlegend erstmal 15 Kilo ist das Seil schwer. Und mit jeder, also in der Bewegung und sowas, kann das auch noch ein bisschen mehr werden. Und dann sind die halt so getimed, dass wir uns dann gegenseitig auch an die Grenzen treiben, dass der andere auch so ein bisschen ankackt und sowas, dass du zum Schluss da liegst und du bist halt einfach komplett tot und du denkst an nichts. Du bist leer im Kopf. Das ist so ein schöner Moment, wenn du einfach da liegst, bist halt wie feuchtes Brot kannst du daneben legen. Also ähnlich viel passiert da oben da. Aber dieser Erschöpfungsmoment ist echt sehr faszinierend. Und das Schöne ist, es ist halt auch keiner, das hatte ich beim Freeletics oft, so, wo mir dann halt einfach die Muskeln gerne schön sauer hochgeschossen sind, wo ich dann dachte, oh, gleich gibt's hier mal so einen schönen Beckham-Strahl. Also der, irgendwie gab es so dieses Bild, dass er klassisch früher da halt irgendwie beim Spiel schön an die Seite kotzt und dann weiter. Da hatte ich dann ein paar Mal Momente von wegen, oh, jetzt wird mir richtig schlecht. So. Und das ist bei dem gar nicht. Bei dem ist halt einfach nur eine totale Erschöpfung. Und das habe ich halt auch gerne, wenn ich halt alleine trainiere oder wenn wir zusammen trainieren, immer irgendwas aussuchen, wo richtig kurz mal Feierabend ist. Also richtig ist nicht von dem, puh, das war gar nicht ohne, sondern danach kannst du ja die Battle Ropes bieten sich dafür halt auch an. Weil ich meine, so Sachen mit der Kettlebell ist halt schwierig, weil da kann im schlimmsten Fall was passieren. Ja. Wenn man da wirklich sich bis an die... Ich meine, hat man halt oft dann 20 Kilo Gewicht über dem Kopf. Also da finde ich zum Beispiel unsere Burpee-Variante ist halt was, das ist so mein Punkt. Da bin ich halt auch dann tot. Ja, aber anders tot. Also man ist nicht so komplett durch, finde ich. Na, aber da bin ich halt auch... Also du kommst halt in so einen Fokus, dass du halt einfach nur deine einfachen Abläufe immer wiederholst und an nichts anderes denken kannst. Und das finde ich gut, dass du halt dann, da gibt es auch kein Gespräch, da gibt es dann halt nur von einem anderen von dir dann irgendwie diesen blöde 2, was ist denn da los? 3. Das ist bei dem Battle Rope so schön, da finde ich, kommt man noch mehr in so eine automatisierte Bewegung, wenn man sie hochnimmt und dann denkt, okay, du musst jetzt einfach weitermachen, sonst geht es hier nie weiter. Genau. Und dann, sobald du anfängst, der Körper gibt dann halt sich dem Geist, ergibt sich den Geist und macht einfach weiter, so in dem Letzten, was irgendwie noch drin ist in der Muskelfaser. Ja. Und man schwingt und schwingt und schwingt und schwingt. Also, wieder auf das Hauptthema zu kommen, ich glaube, das ist halt auch nochmal ein großer Punkt, wenn man jedes Mal beim Training etwas findet, wo man sich kurz oder abschließend halt echt zerstört und dann durch ist. So, das ist definitiv wahrscheinlich irgendwie sportmedizinisch, also dass lieber, man das in Frage lieber, stellen kann. Nee, aber tatsächlich, also ich meine auch so nochmal zum Thema Cardio, lieber 10 Minuten intensives Training als eine Stunde wie ein Esel trotten. Ja, ja. Also wenn ich überlege, wir haben jetzt letztes Mal oft gehabt, dass du nicht konntest oder ich nicht konnte und dann bin ich halt allein um die Insel gelaufen und dann ist mein Training immer ein bisschen anders. Ich laufe dann immer komplett einmal rum und bin dann halt auf der letzten Box, also auf dem letzten Platz und mache da halt am Stück dann eine Stunde. Aber da versuche ich echt unsere Sachen zu machen, bloß halt immer Stück am Stück. Und dann hast du halt, wie du es auch immer sagst, wir haben halt keine Pausen durch Quatschen, jemand erzählt eine Story, sondern bist du nur bei dir allein und dann auf dem Platz sind ja eh die Leute, die nur mit dem Fahrrad hinfahren und da ihr Crossfit-Ding durchmachen. Und dann habe ich manchmal, weiß nicht, 5 verschiedene Übungen gemacht, 20 Wiederholungen oder sowas und sehe den Typen immer noch auf und ab wandern und seine App durchblättern. So. Das hast du halt dann auch. So Leute, die so ein bisschen pseudomäßig, ich bin schon mal da, ich klicke jetzt mal am Handy rum, ich habe hier gerade 10 Liegestütze gemacht. Also das ist auch gar nicht untertrieben. Ich sehe so oft Leute, die dann sagen, okay, jetzt 10,
okay, alles klar. Und dann dieses klassische, ich bin jetzt ein bisschen aufgebeulter, ich bin aufgepumpt und krabbeln erstmal rum. Gucken wir, was macht der denn da? Ah, macht der das richtig? Ah, keine Ahnung. Ah, jetzt schreibe ich nochmal eine Nachricht. Sowas, ich mache mal ein Foto. Na, da hast du so viele davon. Also du hast dann, also Hochzeiten hatten wir mal so gefühlte 30 Leute auf dem Platz und dann halt gibt es dann so eine Handvoll, die wir dann halt inklusive anstehen und drei Bluetooth-Boxen. Genau. Und wir haben so eine Handvoll, die wir dann halt dann auch schön mit Spitznamen versehen, aber auch nur, glaube ich, der Liebe wegen, weil wir sehen, wie die regelmäßig die da sind und wie intensiv die trainieren. Ja, ich meine, die werden ja sicher auch Spitznamen für uns haben. Ja, mit Sicherheit. Das ist, man stellt sich ja nicht mit Namen vor und dann hat man halt die Leute da so ein bisschen rumstehen. Und dann gibt es halt echt knaller Leute, die dann halt zwar reines Crossfit machen, aber das siehst du halt auch deren Können. Und dann aber trotzdem sind die jetzt für sich nicht austrainiert, sagen, ich bin irgendwo angekommen, sondern mindestens Ziel ist halt, das zu halten. Und dann geht es bei denen auch immer, bis halt der Muskel schließt oder sowas. Das ist ja halt auch die Sache, dass wir gerne dann, wenn es wärmer ist oder wir ein bisschen Zeit haben, dass wir halt alle einzelnen Übungen machen und dann irgendwie, hast du noch eine Idee? Und dann sagt jemand, ja, aber nichts mit Beinen oder das, weil wir gerade einen bußfertigen Mann gemacht haben und der Oberschenkel platzt und sagt, knien kann ich nicht mehr, geht nicht mehr. Aber das ist ja auch nur temporär. Ist ja nicht, dass du jetzt dich verletzt hast, weil wir glücklicherweise das halt schon ein paar Jahre machen. Also, wir fassen mal zusammen. Genau. Push the limits. Ach, scheiße, nee. Mach doch mal wirklich, was wir hier gerade zusammengelegt haben. Variables Training, beziehungsweise variantenreiches Training. Trainiert abwechslungsreich. Versucht euch nicht auf eine Übung oder eine Muskelgruppe zu versteifen. Auch Sachen, die ihr interessant als Herausforderung oder Spaß seht. So. Denkt dran, also ihr müsst nicht 200 Squats machen, wenn ihr gerne Fußball oder Volleyball spielt. Macht das. Genau. Ist auch Muskeltraining. Findet eure Sache, mit der ihr Muskeln aufbauen wollt, Muskeln aufbauen könnt. Ja. Nehmt euch vielleicht noch ein Ziel. Also wollt ihr kräftiger werden? Wollt ihr mehr Definition sehen? Je nachdem, was ihr haben möchtet. Denkt an die Abwechslung. Denkt auch an Muskelgruppen, die man nicht sieht, aber die trotzdem wichtig sind, wie der untere Rücken. Einfach Sachen, die ihr als Ausgleich braucht, um einen gesunden Körper zu haben. Und gerade auch untere Rücken ist wichtig, wenn ihr viel im Büro sitzt. Absolut. Absolut entscheidende Muskelgruppe, Nacken und sowas. Viele Sachen, die man auch ein bisschen auflockern kann, einfach im Rahmen des Krafttrainings. Also nicht nur rein auf Optik gehen, sondern auch ein bisschen gesund. So, Ernährung, zweiter großer Block. Genau, also lasst euch da nicht irgendwie von Angst machen, was wir vorhin gesagt haben, mit dieser Einheitsdiät Richtung von wegen Hühnchen, brauner Reis und Brokkoli. Es gibt halt echt so viele Varianten, leckere Varianten, die reich an Proteinen sind. Und Abwechslung. Genau, und wenn ihr halt dann irgendwie vielleicht sogar auch da Spaß findet, das zuzubereiten, wenn die Zeit da ist. Meist ist es dann ja auch, also was mir immer definitiv der Fall ist, dass ich halt vorbereite, also wenn ich halt sowas mache, dass ich halt nach oder mindestens 2 Tage habe, weil das merke ich, ich habe dann auch nicht jeden Tag Bock, beziehungsweise bin auch total dankbar, wenn ich vom Training dann nach Hause schlappe, dusche und danach weiß ich nicht, ist noch eine Stunde kochen, sondern sage, das ist jetzt lecker und da halte ich mein Gesicht rein. Genau, ja. Das, und ihr könnt, ihr müsst nicht, es ist echt nicht zwingend, es ist unterstützend, aber es ist nicht so unterstützend, wie die Industrie es glauben machen möchte. Könnt ihr euch Supplements halt irgendwie geben, also in der Regel. Ich glaube, es ist oft tatsächlich eher für den Kopf. Genau. Dass du halt sagst, okay, ich nehme diese Nahrungsergänzungsmittel, jetzt trainiere ich auch weiter und solange ich die Nahrungsergänzungsmittel nehme, halte ich mich auch noch im Training. Ja, also ich würde dann das beschränken mehr oder minder halt auf Eiweißprodukte und da halt dann auch nicht die, da ist dann halt auch nicht die günstigste Variante, irgendwie immer die beste. Also, weil das haben wir halt auch durch. Wir haben uns damals halt einfach die günstigsten Shakes gegeben, die es gab. Wir haben uns davon ernährt. Also, ja, aber das ging auch nicht anders. Das war dann halt auch eine farblose Spachtelmasse, die wir uns, weiß nicht warum, jeden Tag reingedrückt haben. Danach teilweise halt 3 Shakes davon am Tag mit Milch. Genau. Mit Milch. 3 Shakes mit Milch und dann noch 500 Gramm Nudeln und Pesto reingedrückt. Schön so eine Kuh ausgezuzelt pro Tag. Und wir waren x-fach drahtiger als jetzt. Ja. Weil natürlich da gar keine Kohlenhydrate da waren und wir dann halt einfach nur sahen, wie das, was wir gegessen haben, aus. Ja. Und ansonsten, das kann ich nur sagen, denkt dran, viel Gemüse, viel Obst. Das meine ich mit ausgewogener Ballaststoffe drin, da sind Mineralien drin, die man braucht, um keine Krämpfe zu bekommen. Ja, das ist halt auch der Fall. Also da kann man dann mal ergänzend aktiv sein, aber jetzt nicht mit den Brausepulver-Tabletten, die man bei Lidl an der Kasse findet,
Aber das habe ich definitiv dann auch gemerkt, als dann die Phase des Muskeltrainings intensiver wurde, dass wir anfangs halt einfach mal so eine Woche der Oberarm halt irgendwie zuckt, solange er nicht einfach nur rumwinkt oder die ganze Zeit am Kratzen ist. Und da kann man dann halt auch im Bereich beispielsweise gute Qualität, die sind die Schüsslersalze, die gibt es dann halt auch einfach im Magnesium, Phosphoricum, da kann man sich dann halt auch die Speicher da wieder füllen. Da ist noch, sei noch gesagt, dass der Körper halt nur ein Drittel am Magnesium speichert, den wir zunehmen. Zwei Drittel werden dann halt auch über Urin ausgeschieden, weil manche dann immer denken, oh Gott, das ist zu viel. Und auch nochmal gegen diese ganzen bekloppten Mythen, zu viel Eiweiß. Es gibt keine bestätigte Langzeitstudie, dass das halt Nierenschäden etc., weil das ist halt so verankert bei so so oberflächlichen Sportwissen. Dann gab es auch nochmal diesen Mythos, der in so einem französischen Sportmagazin, ich glaube, der Ende der 90er aufkam. Das Kreatin. Genau, das Kreatin, die Nieren schädigt. Die halt die Nieren zerstört und sowas. Das ist halt auch ein Quatschding gewesen. Einfach ausreichend Wasser trinken währenddessen. Genau. Also diese Balance aus Flüssigkeit, im besten Fall halt dann reines Wasser und halt die Mineralien, die ihr braucht, ist halt wichtig. Deswegen, also ich glaube, wir kratzen halt vieles auch nur an, weil ich bei manchen Dingen auch mich weigere, weil ich denke, bitte, das weiß man. Aber ich habe noch einen wichtigen Punkt tatsächlich auch, viel Schlaf. Ach, ficken, stimmt, habe ich mal ganz vergessen. Das ist halt auch, ja. Die Regeneration ist natürlich nicht, ich lege die Hantel weg und jetzt beginnt sie, sondern ich brauche die Schlafeinheiten. Und das werdet ihr feststellen, das wird euer Körper sich ansonsten auch nehmen. Also das merkt man dann immer, wenn man abends ins Bett fällt, als wurde man erschossen und morgens, als würde man vom Zug erfasst, nicht aufstehen kann. Ja. Deswegen viel gesunder Schlaf möglichst. Ja. Also ne, je nachdem, wie man es halt einrichten kann, klar, wir haben alle wichtige Dinge zu tun. Wir zwei sind zum Beispiel Podcast-Milliardäre. Und Onanierer. aber natürlich schlafen. Ja, das stimmt. Und ihr werdet merken, wie eure Muskelgruppen, wenn sie sich anfangen zu entspannen vor dem Einschlafen oder vielleicht auch in der Einschlafphase, schön anfangen zu zucken. Da gibt es die eine oder andere Geschichten von Klaus, mir, wie wir die eine oder andere Person... uns gegenseitig. Genau. Ja, wir uns wieder mal ein Bettchen teilen. Ach, wenn wir doch ein ganzes Bett hätten. Podcast-Milliardäre. Ja, ansonsten schaltet bei der Cash-Show ein, denn der Klaus ist aktiv demnächst. Das könnt ihr gar nicht sehen. Das ist das Gute. Ich hab jetzt ein paar Aufzeichnungen bekommen über die Google-Documents, die so alle komplett asynchron sind mit Bild und Ton. Oh, ja, schwierig. Aber kannst du die online stellen? Nee, ne? Das gibt Stress, oder was? Es gibt Stress. Aber okay, wenn du willst, kann man kurz mal reinschauen, aber es irgendwie funktioniert nicht gut. Also Bild und Ton sind völlig asynchron aufgenommen. Man kann es sich nicht ansehen, eigentlich in dieser komischen Handyaufzeichnung. Aber gut. Ansonsten schaltet genug von mir. Ja. Erzähl du. Nee, komm, sag. Wolltest du was sagen? Auch? Ansonsten schaltet euer Licht ein, wenn es bei euch zu dunkel ist. Achso, ich wollte eigentlich sagen, falls ihr es noch nicht tut, vielleicht in hört unseren Podcast. Genau, das, nee, ich meine, in 6 Wochen könnt ihr anfangen, GZSZ zu schauen. Ja. Ich darf nichts sagen. Kleiner, man macht es einfach in 6 Wochen. Also, wenn ihr es hört, wahrscheinlich nur 5,5, oder? Naja, warte, was ist heute? Donnerstag. Ja, nee, also... es wird ja auch immer alles erklärt. Guckt sicherheitshalber jede Folge, sobald ihr das hier hört. Ja. Auch in der Mediathek. Ja. Ab Folge 0. Mit Clemens und... Kann man Folge 0 sehen? Also Folge 1? Ich glaube, die ist sogar bei YouTube irgendwo als Gag freigegeben. Geil. Andreas Elsholz und Meinhard und sowas. Hm. Ja. Ja, aber ansonsten schaltet auch bei Für Nüsse wieder ein in Folge 21 nächste Woche, wenn wir über 21 Jump Street reden. Oh, 21 Jump Street! Ja. Weißt du, die Zeit, in der Johnny Depp Drogenfahnder gespielt hat und leicht... keine Frauen geschlagen hat? Nee, ich meine... nicht 50.000 pro Monat für Wein ausgegeben hat? Ja, und währenddessen schon voll auf... oder währenddessen noch voll auf Drogen war. Das war doch das Lustige, dass er halt so ein Undercover-Babycop war und gegen Drogen und sowas gewettert hat, aber halt nie gerade stand am Set. Ja. Ja. Ja, gut, damit verabschieden sich... schickt uns Fragen! Eure beiden Nüsse, genau. Schickt uns Fragen an... fuernüsse@gmail.com oder an @fuernüssepod auf Twitter.
Ihr habt diesen wunderschönen Kanal für Nüsse mit Dirk und Klaus bei YouTube bestimmt schon mal gesehen. Diese Bilder sind auch immer sagenhaft wunderschön. Kreiert auch von Klaus, muss ich sagen. Ich halte immer nur mein Gesicht hin. Da könnt ihr als Kommentar gerne eine Frage stellen oder was man dann so noch von sich gibt. Wir freuen uns auch darüber, wenn man uns bei Apple Podcasts oder Podcast Addict hört. Da könnt ihr uns auch runterladen, unterwegs mitnehmen. Ihr könnt uns auch Rezensionen schreiben und 5-Sterne-Bewertungen geben. Das soll uns angeblich helfen. Ich kann mal in der Statistik schauen. Vielleicht hat ja jemand schon unseren Podcast gehört. Da. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. Ja, bei iTunes und also mittlerweile Podcast Addict. Vier Stammzuhörer haben. Ja, cool. Und phoenissepod.com ist unsere Website. Da findet ihr auch alle heiße Podcasts Infos. Und Bilder und heiße Infos. Nice. Geile Scheiße. Kommt gut in die Woche, ihr Nüsschen. Ja, stimmt, ist ja Montag. Ja. Garfield mag keine Montage.